Hallo. Hallo, servus, Sidney. Servus, Peter. Alles gut? Alles in Ordnung. Und wie ist es so in Dortmund? Die Luft ist besser, ne? Ne, etwas nass, ne? Servus. Ach, auf. Servus. Sidney. Wow. Im Gepäck haben die Schwaben Peter und Sigi einen Morgan Roadster V6. Optisch sieht er zwar aus wie ein Oldtimer, doch das Licht der Welt erblickte der Brite erst im Jahre 2011. Auf dem Tacho nur 14.000 Kilometer, von Verkäufer Sigi gefahren. Der Ford-Motor leistet stolze 231 PS. Bei einem Leergewicht von weniger als einer Tonne dürfte da ordentlich was vorwärts gehen. Preis 54.900 Euro. Das ist zwar auch über meinem Budget, allerdings bereits billiger als der Jaguar D-Type. Na dann, Sid, drück den Preis. So. Es ist eine Premiere. Ja? PS-Profi meets morgen. Ich wusste noch, dass er irgendwie weiß, eine ganz komische Farbkombi hat. Mit Gelb und Weiß. Aber ich hab es nicht mehr vor Augen gehabt. Es war wirklich krass. Es kommt hier rein. Es ist perlmuttweiß, mhm, mit quietschgelbem Interieur, mhm, ein Erguss. Und dann sagt er mir, hey, ich werde auch liebevoll in der Szene, in der Morgenszene, Spiegelei, wird's genannt. Ich mach dir mal die Haube auf. Ja, sieht da ein sehr cooles Patent ist das hier. Mit dem Handball runter und hoch. So, jetzt haben wir hier ein Ford-Aggregat. Ja. Ich habe immer geguckt, dass das Ding richtig gut läuft. Hat der AK einen Luftzylinder drum? Genau. Das ist mir jetzt die Frage. Ich habe nämlich hier gerade hier den Aufkleber gesehen, K&N. Das ist ja nicht Serie, ne? Nein. Was ist denn hier generell überhaupt nicht Serie? Ui. Was habt ihr alles gemacht? Das Fahrwerk, Querstrebe vorne von der Achse zum Rahmen, Querstrebe hinten, also Längsstreben. Reinstabilität. Ja, ja. Und Querstabi. Sonst fährt das Ding komisch, oder? Nee, wenn man das alles nicht schon ändert. Nee, es fährt schon gut. Der sieht ja knacke neu aus. Ja, top gepflegt. Sag mal, der Krümer, der ist doch, das ist doch die Serie. So. Dass er so blau ist. Nett. Ein bisschen rumgeheizt, ne? Ein bisschen. Der Ding hat ordentlich Cavallo gekriegt, ne? Schon krass, ne? Ja, aber der sieht ja auch echt aus wie neu. Hier hast du nicht irgendwie Dreck oder Öl oder sonstiges. Hier ist alles cool. Guck mal da rein. Kein Schmand, kein gar nichts. Okay, reicht. Grobe Vorstellung von mir, ne? Aerodynamisch ist das Ding ja perfekt. Britisch perfekt. Abtriebmäßig ist hier nicht so viel. Was ist denn so, wenn ich jetzt... Dann kriegst du hier den Abtrieb. Ja, aber das Ding muss erstmal hier kommt erstmal der Wind angeschossen, wenn ich so 240 fahre. Fährst du dann so, weil die Vorderachse komplett entlastet ist? Das wird leichter, schon. Es wird etwas leichter, aber das ist alles im grünen Bereich. Ach Mensch, ist hier schon mal was passiert oder so mit unserem Morgen hier? Im Vorfeld mal. Ein bisschen. Eine kleine Kaltverformung hat er mal gehabt. Er hat eine Kaltverformung gehabt? Ja, eine leichte. Haben wir den Holzrahmen verbogen? Nee. Da hat sie ein bisschen eingedreht mal und ist in so einem Gummikontakt mit so einem Reifenstapel. Reifenstapel? Warte mal, lass mich kombinieren. Reifenstapel? Wo finden wir einen Reifenstapel? Beim Reifenhändler? Oder auf der Rennstrecke? Ja. Ja. Oh. Gleichmäßigkeitsprüfung. Ist natürlich auch gut für morgen, weil wenn dann einer mal einen Kotflügel versemmelt, dann haben sie auch richtig Geld in der Kasse, ne? Genau, die sind teuer. Was kostet so ein Ding? Das ist Alu, ne? Ja. Alles Alu? Ja, ja. War ein teurer Reifenstapel, ne? Weil beide Seiten neu gekommen? Ja, nur so ein bisschen angeteilt. Das sah ein bisschen beleidigt aus. Unten drunter, wie sieht's da so aus? Ja, nix. Wir haben vorsichtshalber die Vorderachse neu gemacht auch. Die ist auch neu reingekommen. Ach. Kühner. Ach. War doch ein größerer Reifenstapel. Bisschen. Aha, ein Unfallwagen also und trotzdem so teuer? Ab auf die Bühne, das will ich sehen. Der ist top. Der ist trocken, ne? Ja, der ist auch. Also wenn er auch hier unten jetzt siffen würde und total scheiß aussehen würde, dann hätte es mich ja oben echt geblendet, ne? Nee, der ist tipptopp. Der ist ja nur bei schönem Wetter gefahren worden. Ja, selbstverständlich. Und dann in den Reifenstapel oder was? Ja, auch bei schönem Wetter. Und das ist also hier der besagte Holz. Das kostet einen Aufpreis, wenn man das dann mit Schwarz versaut. Ja, das ist schon vom Werk so gekommen. Hat mich das halt dann gestört, weil die da alles mitlackieren.
Also normalerweise ist das jetzt hier holzfarben. So mit Maserung und so. Von oben siehst du es. Ja, von oben. Wenn man Fußmatte hochnimmt, ne? So die Diel, ne? Quasi. Was ist denn hier am Suppen, lieber Peter? Da kann der Sigi nichts für. Erklär du das. Ja, jetzt hau mal einen raus. Und deinen Lappen kannst du auch da lassen, wo er ist. Wo ein Lappen? Ja. Warte, was meinst du denn hier? Wo ist denn der feucht hier? Der ist schon feucht, der schwitzt ein bisschen. Nee, das ist die Schraube. Das war schon mal. Das ist die Schraube, die müssen wir ein bisschen abdichten. Die Schraube ist dicht. Nein, die Schraube ist nicht dicht. Das war sie. Der schwitzt nicht hier raus, der schwitzt aus der Schraube. Er schwitzt aus der Schraube? Ja, hier am Gewinde kommt das raus. Also es schwitzt wirklich nur minimal, das ist alles okay. Und am Boden sieht man. Und ob es jetzt die Schraube ist oder die Abdichtung der Schraube, ist alles okay. Ja, vielleicht kann man aber hier ein bisschen nachziehen. Lassen wir ihn runter, wa? Okay. Ja, aber erst, wenn ich weg bin, bitte. Angesichts dessen, dass die Wetterlage im schönen Dortmund ausnahmsweise verregnet ist, ausnahmsweise, würde ich doch eigentlich das Verdeck drauf machen. Wollen wir? Okay. Oder darf ich das nicht im Regen fahren, das Auto? Der Außencheck des Unfallmorgen war besser als erwartet. Und die Farbkombi Gelb-Weiß finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich erstmal gespannt, wie sich das Spiegelei aus England auf der Straße schlägt. Hört sich schon männermäßig an, das Ding, ne? Fertig! Jetzt meinen sie alle, ich verarsche, wenn sie an der Waschstraße stehen und sagen, oh, wie alt ist denn der? Und ich sag, ziemlich neu. Dann denken sie, nehmen sie auf den Arm. Ist aber neu. Ist aber neu. Aber im Prinzip, der Aufbau ist immer noch wie früher. Vom technischen Aspekt fuhr es gut, aber von dem Platzangebot und all sowas, du fuhrst halt wie so ein... Ja. Ach, das war so. Aber mir scheint es auch eh so, dass die Engländer das voll geil finden. Von außen sieht er aus wie ein echter Oldtimer, aber fährt er auch wie einer? Aber es war an sich, er fährt halt nicht wie ein Oldtimer, ne? Nö, man kann ganz gut fahren. Und ist auch zuverlässig. Also wir sind ja schon gefahren, was weiß ich, von Stuttgart bis Sardinien Landstraße. Echt? Ja, ohne Probleme. Ist das? Auch blind. Ja. Ist das? Keine Ahnung. Das war Warnblinker. Ist schon dein Auto, ja? Ja, ich bin ja seit über einem Jahr nicht mehr gefahren. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, also ich bin überrascht, dass das so leichtfüßig alles funktioniert. Auch Kupplung, Bremse, ist alles super. Alles, Getriebe, alles tipptopp. Der Morgen befindet sich trotz Unfall in einem bemerkenswert gutem Zustand. Dann sag mal, wieso, Sigi? Die haben immer über mich gelacht. Warum? Ja, weil ich immer putze. Bei jeder Tankstelle habe ich vorne praktisch immer schon die Mücken weggemacht. Ja, aber ist ja auch gut so. Ja, für mich sind es Wertgegenstände, dann halte ich die auch. Ja, du musst einen Gegenwert erhalten. Der Roadster wurde zwar auf der Rennstrecke bewegt, aber offenbar hat ihn das nichts ausgemacht. Keine Mängel auf der Probefahrt. Schlecht für Sid, gut für mich. Und Bremse ist ausreichend. Also mit den anderen Belegen, ich habe so Sportbelege drin. Ja. Die bremst gut, die bleibt schön stabil. Die ist schon klein dimensioniert, ne? Wenn du jetzt sagst. Aber die passt gut. Also mit den Belegen habe ich nie Probleme gehabt, Fading oder irgendwas, gar nicht. Die Preisverhandlung steht an. Viel Munition hat Sid nicht, aber 55.000 Euro zahle ich auch nicht. Also streng dich an, Sid. Ruhig aussteigen. Ja, wie war's? Wie war's? Ich sag mal, Robin Hood-mäßig. Oh Gott, bin ich zu fit. Ja, so steigt man nicht ein. Was wollt ihr denn haben jetzt für das Auto? 459. Ja, das steht dran. Jetzt hast du aber auch eine sehr gewagte Kombi, ne? Also dieses Maserati Beige Perlmutt, gepackt mit einem etwas gelb Interieur und einem schwarzen Verdeck. Du musst einfach nur jemanden finden, der so getickt ist wie er. Du musst nur einen finden, der keinen Geschmack hat. Wie, keinen Geschmack? Sind wir aber persönlich. Wer möchte gerne in einen Spiegel fahren? Percy, mach die Augen zu, bitte. Im Prospekt sah das anders aus. Man könnte auch sagen, es ist ein Kunstwerk. Ja? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, morgen ist nicht mein Thema. Ich bin nicht so der Morgenfreund oder begeistert. Nicht stimmt, du bist morgens eigentlich immer ziemlich schlecht drauf. Ich bin morgens eigentlich immer recht muffelig. Ne? Von daher. Der war auch nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Jetzt haben wir natürlich noch nicht bedacht, dass so ein Reifenstapel
Wie ich war. Ist berücksichtigt. Das ist berücksichtigt. Ja, normalerweise fliegen die alle über 60. Wenn der jetzt keinen Unfall hätte, wäre er 60 wert. Pass mal auf, ich sehe für das Auto, ne? 50.000 Euro. Ja. Ja. 50 geht nicht. Soll ich den gleich wieder aufladen? Ja, aber es ist ein Unfallauto. Naja, 1.000 könnte man schon nachgeben. Ich bin taub auf dem Ohr. 54. 51.000. Nee. Peter, du musst dich gar nicht da zurückhalten. Hast du ein Checkheft hierfür? Ach, klar. Gibt es sowas wie ein Checkheft hierfür? Natürlich. Ja. Ist das imprägniert? Klar. Wann das letzte Mal? In England. In England? Ja, das hebt aber. Wir wissen, dass die Engländer das nicht können. Muss man die nachimprägnieren? Das hast du doch laufend gemacht. Okay, also. 53. 53? Ja. Du bist auf dem richtigen Weg. Wie lange machst du das schon? Schon ein paar Tage. Was würdest du zahlen? 52. Ich würde da zwar nicht zahlen, aber mit dem Preis würde ich klarkommen. Okay. Mach mal 52 und dann essen. Geh mal schön was essen, dann habe ich auch ein bisschen Pause wieder. Guck mal hier, ne? Da muss aber. Das ist ja ich leide wieder unter Magersucht. Ja, okay. 52. Alles klar.